angenehmer als jetzt auf normal. Normal fand ich dann schon normale Gegner übel. Und wenn ich dann meine Moves nicht machen kann, sondern nur so blöde Kicks und Schläge, dann kann das nichts werden. Scheint der einzige Move zu sein, der funktioniert. Auch du mit deinem T-Rex, geh mir weg, ey. Mann. Oh, ich krieg noch ein. Nein, noch fick dich. Geh doch mal endlich weg und lass mal jemand anderes ran. Das Problem ist, ich habe Kopfschmerzen. Wie soll ich da richtig spielen? Und sie macht mich mit ihren Teleportationen wahnsinnig. Ach komm, du bist doch eine Ver... Oh, bleib doch mal stehen, du dumme Kuh! Mann! Nerven. Ja, fick dich! Boah, sorry, das riecht mich jetzt richtig auf. Oh, jeden meiner... Sehr leicht, ist klar, ne? Blockt jeden meiner Angriffe, ist sehr leicht. Kommt keiner meiner Angriffe durch. Spielt sich nicht wirklich anders. Der Unterschied ist so minimal. Dass ich eigentlich das ganze Spiel so hätte spielen können. Nein! Ach komm, ist das denn
Die macht dann auf einmal eine tödliche Kombo, was zum Teufel? Sie macht Moves, da sehe ich noch nicht mal, dass sie sie macht. Wow. Ich bringe gleich. Nein! Oh. Jetzt schon kein Bock mehr. Kann ich gleich von vorne anfangen, kann ich nicht mehr schaffen. Part 1, Chapter 12, End of an Era. Ich bin gescheitert. Liebste Cetrion, du hast dich gut geschlagen. Doch es gibt noch etwas, das du für mich erledigen musst. Ja, Mutter. Ich verstehe. Ins Gesicht. Sie haben keine Zukunft, die nicht ich erschaffe. Boah. Die Zukunft, die du bietest, ist nicht lebenswert. Sie wird niemals eintreten. Fight. Geh down, Mann!
Fidelity. Unser Werk hier ist getan, Liu Kang. Lord Raiden. Ab jetzt nur noch Raiden. Du hast dich als würdig erwiesen, meinen Platz als neuer Beschützer des Erdenreichs einzunehmen, Lord Liu Kang. Und was machen wir nun? Du kannst jetzt den Sand der Zeit formen. Du musst das Stundenglas zurück zum Anbeginn der Zeit bringen und eine neue Geschichte erschaffen. Eine bessere. Das Schicksal aller Reiche in meinen Händen? Raiden, das schaffe ich nicht allein. Ja, du wirst jemanden brauchen, mit dem du die Ionen verbringen kannst. Kitana. Eure Schicksale waren immer miteinander verwoben. Wir sind in weiter Vergangenheit, aber nicht so weit, dass ich sie nicht erreiche. Kehre mit ihr zum Anbeginn der Zeit zurück. Forme den Sand des Stundenglases zu einer besseren Zukunft. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. In der nächsten Zeitlinie. Dann sage ich nicht Lebewohl. Bist du bereit? Ja. Doch egal, wie wir den Sand formen, wir können nicht für alle Eventualitäten sorgen. Die Sterblichen treffen eigene Entscheidungen. Neue Übel werden aufkommen. Jedes Reich muss sein eigenes Schicksal wählen. Wir werden uns dem gemeinsam stellen. Sieht man jetzt die ganzen Fatalities? Ich habe mich eigentlich recht gut geschlagen bis halt zu diesem finalen Kampf. Und da musste ich leider es mir erleichtern, sonst hätte das ewig gedauert. Alter, diese Fatalities, ne? Oh Gott, was? Da werden mir jetzt die Fatalities gespoilert, Alter! Nur nicht übertreiben, ne? Ja, genau! Aber ich hätte es irgendwie schön gefunden, dass wenn man jetzt bestimmte Kämpfe gewinnt, dass man sogar Fatalities machen muss, damit derjenige, weil der ja da drauf geht. Alter! Die Fatalities sind überhaupt nicht übertrieben.
guck mal, wer da kommt. Ich glaube, da kommt schon die Schlacht im Aftermath. Das hole ich mir, wenn es günstiger ist. Mal schauen, wann. Aber also, momentan ist es noch teurer als das Spiel, also als ich das für das Spiel bezahlt habe. Ah. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, mal zu platinisieren. Q hat es auf Platin, so viel ich weiß. Also will ich es auch auf Platin haben. Aber ich glaube, gerade die Combo-Herausforderungen werden mein Nemesis. So wie eigentlich immer. Ist das andere dann einfach nur die Credits gewesen? Dieser andere Schlüssel-Symbol? Weil ich dachte wirklich, jetzt kommt vielleicht sogar noch ein Kampf. Ich bin jetzt neugierig. Heißt das, getötete Charaktere können jetzt wieder zurückkommen, weil die Zeit ja wieder sich ändert? Soll das nur eine Art Neuanfang für Mortal Kombat werden? Weil es ist ja viel passiert. Ich werde auf jeden Fall gleich wahrscheinlich mal Stardew ausprobieren. Mal sehen, ob wir vielleicht trotzdem noch in die Tiefen von Subnautica nochmal eindringen werden. Ja. Wir haben ganz schön viele Leute dran gearbeitet. Thank you.
Credits will ich auf jeden Fall noch durchrauschen lassen. Aber es gab für die Story recht wenig Trophäen, ist mir aufgefallen. Nur 3 sozusagen. Ich hoffe, ich muss nicht noch auf höheren Schwierigkeitsgraden durchspielen oder wenigstens den letzten Fight machen, denn sonst dann streike ich. Ja, die Credits sind vorbei. Ich wusste auch gar nicht jetzt, was ich in den Credits so alles sagen soll. Oh, diese Schrift macht mich gerade fertig. Aua. Oh. Kommt noch mal was, so After Credits mäßig. Story. Chronik Stundenglas prähistorisch. Chaotianisch. Towers, Story, Tower, Classic, Crypt, Clap, Story. Was ist eigentlich Kampfkarte? Ah, Tagesherausforderung und so. Und dafür bekommt man dann Ich hab mir eine Belohnung nicht abgeholt. Lol. Da wurde eigentlich ja schon Liu Kang gespoilert, könnte man sagen. Wir haben mich schon gefragt, wie sieht der denn da aus? So.